bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Das neue Auto. Heute macht Familie Wutz einen Ausflug in ihrem roten Auto. Wollen wir ohne Verdeck fahren? Ja, bitte. Peppa und Schorsch fahren sehr gern mit dem Auto. Seid ihr startbereit? Sind wir. Dann geht's los. Ich mag unser Auto. Und unser Auto mag uns. Nicht wahr? Oje, das Auto klingt aber gar nicht gut. Was ist los, Papa? Ich weiß nicht. Wir bringen es zu Opa Wufs Werkstatt. Er kann nachschauen. Eine gute Idee, Mama Wutz. Opa Wuff hat eine Autowerkstatt. Er kennt sich mit Autos bestens aus. Oh je, Papa Wutz. Dein Auto klingt aber gar nicht gut. Kannst du es reparieren, Opa Wuff? Ja, aber es wird den ganzen Tag dauern. Oh. Wir wollten doch heute einen Ausflug machen. Kein Problem. Ihr könnt gern so lange dieses neue Auto ausleihen. Ja. Dankeschön, Opa Wuff. Wollt ihr ohne Verdeck fahren? Ja, bitte. Ich drück nur auf diesen roten Schalter. Was für ein erstaunliches Auto. Boah. Wenn ihr zurückkommt, ist euer Auto fertig. Danke, Opa Wuff. Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Wiedersehen. Peppa und ihrer Familie gefällt das neue blaue Auto. In diesem Auto gibt es aber viele Schalter. Wozu ist der grüne Schalter da, Papa? Mal sehen. Zauberfenster! Papa, mach die Zauberfenster runter. Wozu ist der blaue Schalter da? Keine Ahnung. Mal sehen. Ich mag dieses neue Auto. Behalten wir es? Nein, wir behalten es nicht, Peppa. Wir haben es nur für heute ausgeliehen. Oh. Oh nein, ich glaube, es gibt Regen. Ja, schnell das Verdeck zu. Aber welcher ist der Verdeckzuschalter? Ups, Fehlanzeige. Aha. Das muss der Schalter sein. Das neue blaue Auto hat Papa Wutz nass gespritzt. Dummer Papa, das ist nicht das Verdeck. Der Schalter. Ups, wieder falsch. Der Schalter. Oh, Hilfe! Oh je, wo ist bloß der richtige Schalter? Ich glaube, das Auto mag mich nicht. Versuchen wir den roten Schalter. Hurra! Aber jetzt regnet's nicht mehr. Können wir das Dach wieder aufmachen? Ja. Welcher Schalter war's noch? Der rote war's. Hurra! Opa Wuff hat das Auto repariert. Euer Auto ist fertig. Hurra! Danke dir, Opa Wuff. Behalte den Rest. Vielen Dank, Papa Wutz. Gute Fahrt! Wiedersehen! Tschüss! Bis bald! Ah, unser altes Auto ist doch das Beste. Ich mochte das neue, aber unser altes Auto mag ich lieber. Und ich glaube, unser altes Auto mag uns, nicht wahr? Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz.
Schatzsuche. Oma und Opa Wutz veranstalten eine Schatzsuche für Peppa und Schorsch. Oma Wutz zeichnet die Schatzkarte. Opa Wutz vergräbt den Schatz an einem geheimen Ort im Garten. Opa Wutz, bist du fertig? Peppa und Schorsch werden bald hier sein. Nur keine Eile, Oma Wutz. Da kommen sie schon. Schnell, Opa Wutz, sie sind da. Bin schon fertig. Opa Wutz hat es gerade noch rechtzeitig geschafft. Oma Wutz, wir sind da. Oma Wutz. Hallo, meine Kleinen. Opa Wutz. Opa Wutz. Ahoi, ihr zwei Herzchen. Peppa, Schorsch, heute geht's auf Schatzsuche. Im Garten ist irgendwo ein Schatz vergraben. Wow, ein Schatz. Wo ist er? Du musst schon danach suchen. Hier ist die Schatzkarte für Peppa. Und Schorsch kriegt meinen Piratenhut. Ei, ei, Herr Captain Schorsch. Der Plan sieht kompliziert aus. Papa, hilfst du mir? Na klar, Peppa, ich bin sehr gut in sowas. Er ist wirklich kompliziert. Papa Wutz, du hältst doch den Plan verkehrt rum. Ja, dachte ich mir schon. Ist doch ganz leicht. Der Schatz liegt da, wo das Rote Kreuz ist. Aber wo stehen denn bloß die beiden Apfelbäume? Keine Ahnung. Wollt ihr einen Tipp? Ja, bitte. Der erste Brief ist in einer Flasche. Aber wo ist die Flasche? Ich kann sie sehen. Peppa hat den ersten Hinweis entdeckt. Eine Flaschenpost. Kommt alle her. Hier ist die Flasche. Sehr gut, Peppa. Lass sehen, was hier draufsteht. Oh, der Brief stammt von einem Piraten. Mama, kannst du den Piratenbrief lesen? Der Pirat schreibt aber sehr unleserlich. Der Pirat hat eine schöne Handschrift. Ich kann's jedenfalls nicht lesen. Da steht deutlich geschrieben, folge den Pfeilen. Folge den Pfeilen? Schorsch hat den zweiten Hinweis gefunden. Pfeile aus Stöcken gelegt. Guck, sie zeigen da lang. Peppa und Schorsch folgen den Pfeilen. Guck, Schorsch, ein Schlüssel. Peppa hat den nächsten Hinweis gefunden. Einen Schlüssel. Fein gemacht, Peppa. Jetzt müsst ihr die Schatzkiste finden, die dazugehört. Aber ich weiß doch nicht, wo. Schau doch mal auf die Schatzkarte. Guck mal, Peppa, hier sind zwei Apfelbäume dargestellt. Hier ist ein Apfelbaum und da ist noch ein Apfelbaum. Also liegt der Piratenschatz hier. Sehen wir nach. Oh je, hier scheint aber nichts zu sein. Halt, stopp, da ist doch etwas. Boah, ein Schatz. Hurra! Hurra! Gut gemacht. Ich hab den passenden Schlüssel. Wow, ich fass es nicht. Goldtaler, die sind ein Vermögen wert. Viel mehr als das. Das sind keine Goldtaler. Es sind Schokotaler. Und hier ist ein Schokoladentaler für jeden von uns. Hurra! Peppa und Schorsch lieben Schokotaler. Alle lieben Schokotaler. Oma, Opa, das ist die beste Schatzsuche von allen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Verkleiden. Peppa und Schorsch spielen in Mamas und Papas Schlafzimmer. Was ist das? Peppa hat eine Kiste mit alten Kleidern entdeckt.
Boah. Das ist Papas Hut. Und das ist Mamas Kleid. Schorsch, sollen wir uns als Mama und Papa verkleiden? Hier ist Papas Hut. Und hier ist Papas Mantel. Du bist Papa Wutz. Und jetzt komm ich. Ich wär jetzt wohl Mama. Das ist Mamas Hut. Papa Wutz, wo sind deine Schuhe? Ich hätte wohl Stöckelschuhe. Und jetzt muss ich mich schön machen, so wie Mama. Peppa hat Mamas Schminkkästchen gefunden. Aha. Zuerst Puder. Sehr hübsch. Und jetzt noch Lippenstift. Mama Wutz ist so schön. Beeilung, Papa Wutz. Du musst jetzt zur Arbeit. Mama Wutz arbeitet am Computer. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wie bitte, meine Dame? Peppa, ich hab nur Hallo gesagt. Ich bin nicht Peppa. Ich bin Mama. Ach so, natürlich. Hallo, Mama Wutz. Hallo. Und das ist Papa Wutz. Schorsch! Dir auch guten Tag, Papa Wutz. Entschuldigt mich. Ich habe noch eine Menge zu tun. Hallo? Ja. Machen Sie das. Oh, dann gut. Okay. Peppa genießt es, Mama Wutz zu spielen. Aber Schorsch langweilt sich allmählich. Ein Augenblick. Ich hab's gleich. So, geschafft. Na los, Papa Wutz. Und jetzt bist du dran. Wiedersehen, Mama und Papa Wutz. Wiedersehen. Papa Wutz gräbt im Garten ein Loch. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wieso Peppa? Ich bin Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Papa Wutz will hier arbeiten. Sehr freundlich von Ihnen, Papa Wutz. Aber Vorsicht, es ist ein tiefes Loch. Ich hoffe, du trägst nicht deine besten Anziehsachen bei dieser Schmutzarbeit. Ich will jetzt auch mal so laut grunzen. Eiscreme für alle! Eiscreme? Peppa? Schorsch? Zieht die dreckigen Klamotten aus, bevor ihr esst. Ich bin Mama und das ist Papa. Bist du sicher? Ja. Und wo sind Peppa und Schorsch? Weiß ich nicht. Oh, zu schade. Ich habe nämlich ihr Lieblingseis gekauft. Aber wenn sie nicht da sind, dann... Hier sind wir. Peppa! Schorsch! Da seid ihr ja. Ja, Mama. Wir haben uns doch nur verkleidet. Da habt ihr uns wohl reingelegt. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Die schläfrige Prinzessin. Für Peppa und Schorsch ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Gute Nacht, ihr beiden. Mama, Papa. Ja, Peppa. Krieg ich noch eine Gute-Nacht-Geschichte? Aber vielleicht will Schorsch keine Geschichte mehr hören. Schorsch, willst du eine Geschichte? Sag ja. Ho, ho, ho. Na gut,
Das ist aber eine große Ausnahme. Und danach wird sofort geschlafen? Heiliges Schweine-Ehrenwort? Versprochen. Ich glaube, ich erzähle mal das Märchen von der schläfrigen Prinzessin. Ist das ein gutes Märchen? Es klingt nicht so gut. Nur die Ruhe. Es ist wirklich gut. Kommt eine kleine Prinzessin vor? Papa, wenn du ständig sprichst, kann Papa Wutz nicht erzählen. Okay, Mama. Kommt denn jetzt eine Prinzessin drin vor, Papa? Hoho, ja, es kommt eine Prinzessin vor. Die schläfrige Prinzessin. Vor langer Zeit lebte in einem Schloss eine kleine Prinzessin. Man nannte sie die schläfrige Prinzessin. Papa, warum hieß sie so? Das kommt später. War die schläfrige Prinzessin schön? Ja, sie war sehr schön. Deshalb sah sie sich auch so gerne im Spiegel an. Ich bin wunderschön. Und wer hat noch im Schloss gelebt? Ja. Bei der Prinzessin lebten sonst noch der kleine Prinz und Mama Königin und Papa König. Das stimmt, die lebten auch noch alle da. Hatte der König einen Dickbauch? Keinesfalls, er sah gut aus. Wie ich. Außerdem gab es da auch noch einen Drachen. Dinosaurier. Oh ja, es war kein Drache. Es war ein Saurier. Es war ein großer, grimmiger Dino. Oh je, vielleicht war der Dino doch nicht ganz so grimmig, oder Papa? Tut mir leid. Nein, der Saurier war sehr freundlich. Er aß eine Menge Gras.